Peter, Und darf ich das Gespräch aufzeichnen? Nur ja, just in natürlich. case. Ja, klar, Super. logisch. Wie geht's dir grundsätzlich? Sitzt den ganzen Tag beim schönen Wetter, es scheint die Sonne? Ja, aber sowas von schön. Mein Mann hat schon gesagt, geh Also. doch mal in den Garten. Sag ich, nee, ich muss das fertig bekommen. Das sind die Fleißigen. Die Fleißigen werden Erfolg haben. Das ist ein Prinzip. Ja, ich hoffe doch. Also schauen wir uns das an, Gitta. Du kannst unten einfach draufklicken, in der Mitte den grünen Button Bildschirm freigeben, dann kann ich bei dir mit reinkommen. Ja. Okay. So, hast du? Ja. Also, ich habe mir erstmal jetzt hier vorgenommen, dieses Neuansbach, was hier ist. Ja. Und habe dann, um jetzt erstmal so den Taunus zu haben, dass ich Neuansbach und Umgebung ansprechen kann, wie du ja gesagt hast, habe Ja. ich jetzt erstmal hier so ein paar gesetzt, um diese Städtchen da oder Ortschaft noch dazu zu bekommen. Jetzt habe ich 44.000 Leute, weil ich hier unten Eigenheim, Einfamilienhaus, Haus, Wohnungseigentum genommen habe. Gitta, was sagst du von der Targetierung oben? Sprich, du hast jetzt um dieses Ansbach oder wie es heißt, einen Ja. Radius gezogen von wie viel Kilometer? Also ich habe da jetzt mal so paar 20 genommen. Warte mal gerade, entschuldige. Also paarundzwanzig ist eigentlich schon zu viel, 27. um von der Umgebung zu sprechen, finde ich das zu viel. Die Umgebung von einer Stadt, wir sprechen jetzt hier, zoom mal bitte nochmal rein, dass wir da ein paar mehr Städte sehen in dem 27er Kreis. Wenn du sagst, Butzbach, Wald, Solms und so weiter, Weilburg, das sind alles kleine Käfer. Und aber 27 Kilometer die Umgebung nennen. Also ich gehe von mir jetzt aus. Ja. Wildburg und 27 Kilometer entfernt ist Berzhausen, Parsberg da oben. Dann spricht man nicht mehr von Regensburg und Umgebung. Umgebung verstehe ich. Ich gehe nur von mir aus. Kannst mich berichtigen. Umgebung ist 3 bis 5 Kilometer. Gut, er sagt, er liefert bis 65 Kilometer aus. Genau, das wissen wir. Radius. Was ich hier wahrscheinlich empfehlen würde, von diesen Radien von 27 Kilometern, so, ja, das ist natürlich jetzt schon. Dass wir vielleicht nach Postleitzahlen gehen, ich weiß es nicht. Aber du hast es super schön targetiert, sehe ich gerade. Du hast keine Schnittfläche, oder mach mal ein bisschen Minus. Ja. Super schön, dass der Facebook-Algorithmus auch, das ist vielleicht schon ein bisschen zu knapp, da hast wirklich Millimeterpapier hast du gearbeitet. Ne? Ja. Ich würde wahrscheinlich, ach, jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich, was ich mache. Jetzt hat es Klick gemacht, habe ich auch schon einmal gemacht, und zwar in diesen großen Radius mit 27 Kilometern machen wir Folgendes, da schreiben wir einfach in die Headline, nicht nur Klein-Ansbach, sondern da schreiben wir diese drei, vier kleineren Ortschaften rein. Wie heißen sie? Meerenburg, Donburg, Hadamar und Umgebung. Denn je mehr wir in die Überschrift setzen, und drei Stück kann man sehr gut lesen, habe ich auch mal gemacht, hat gut funktioniert, und dann machen wir eben drei kleinere Städte, die wir in der Überschrift nennen und schreiben danach dahinter und Umgebung, weil dann spannen wir direkt ein Netz auf, wo sich dann diejenigen, die targetiert wurden, die die Werbeanzeige ausgestrahlt bekommen, auch wirklich auch angesprochen fühlen. Weil ansonsten sagt der äußerste vom 27 Kilometer Radius, Klein-Ansbach, Umgebung bin ich nicht, fühle ich mich nicht angesprochen. Wenn wir aber schreiben, mach mal bitte noch mal ein bisschen Minus. Pass mal auf, ich habe ja am Anfang habe ich ja diese 65 Kilometer genommen. Da ist noch ein Teil von, da ist noch Wiesbaden, Mainz dabei. Also Wiesbaden und Umgebung wäre gut. Frankfurt und Umgebung geht runter bis Darmstadt. Das wäre gut. Das wollte ich jetzt in einer anderen Anzeigengruppe machen. Ja. Und das hier auch in einer anderen Anzeigengruppe. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich diesen Taunus sozusagen. Also Neuansbach ist ja im Taunus, da sind wir ja auch. Das ist Bad Homburg, Oberursel, Königstein, Kronberg. Das ist so Ja. der Taunus, weißt du? Ja.
Ja, und wenn du jetzt hierher gehst und du gehst von dem großen 27-Kilometer-Radius, pickst du dir ein Städtchen von links oben, rechts oben und unterhalb von der Mitte, pick dir da drei kleine Städtchen raus, schreib die drei kleinen Städtchen in die Überschrift und sag dann Umgebung, weil dann fühlt sich jeder in diesem Bereich angesprochen. Das würde ich, verstehe. Das würde ich auf jeden Fall splittesten. Das heißt, von dem Mittelpunkt, von der Stecknadel des großen Radius, links oberhalb, rechts oberhalb und direkt unterhalb. Diese Städtchen, die würde ich in die Headline schreiben und dann und Umgebung dazu schreiben, weil dann ist jeder, fühlt sich dann hoffentlich angesprochen. Okay. Weil dann haben wir jeden vielleicht nur noch in einem 10 Kilometer Entfernung und dann kann man noch sagen und Umgebung. Ja. Okay. Das heißt, ich würde dann auch Wiesbaden und Umgebung machen und Frankfurt und Umgebung. Naja. Ja, 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 ja. Ja, ist doof, gell? Ja. Ja, weil es ein Riesengebiet ist, was der da hat, ne? Ja, 65 Kilometer sind schon viel. Ja, aber ich würde es wirklich so machen, ja. Mach da verschiedene. Jetzt hast du jetzt eh schon 5 Anzeigengruppen und jede dieser Anzeigengruppen, ich würde direkt, ja, das nee, ist. Das ist eine Anzeigengruppe, die hier. Das sind diese 44.000, die ich hier habe. Das ist eine Anzeigengruppe. Die habe ich jetzt so zusammengefasst, dass ich da so durch den Taunus zum größten Teil bekomme. Ich würde für jeden dieser Kreise eine eigene Anzeigengruppe machen. Warum? Weil dann kannst du jeweils vorne in der Anzeigengruppe machst du nur den 27-Kilometer-Radius und hinten in der Werbeanzeige sprichst du in der Ad explizit diese drei Städte, die du rausfindest, und Umgebung an. Eine zweite Anzeigengruppe machst du dann den linken kleinen Kreis und sprichst in der Ad hinten nur diesen kleinen Kreis an und Umgebung. Weißt du, wie ich meine, dass das jetzt schon 5 Anzeigengruppen sind? Weil ansonsten kannst du nicht auseinanderhalten. Ansonsten hast du eine Anzeigengruppe und tust dich hinten schwer mit dem Benennen der Ads. Verstehst du? Ja, ja. Du musst, den großen Kreis ist eine Anzeigengruppe. Der kleine Kreis ist eine nächste. Jede dieser Kreise ist eine eigene Anzeigengruppe, die du dann in der Ad hinten mit der unterschiedlichen Headline, Benennung der Stadt ansprichst. Ja. Wenn du dann sagst, du machst für Frankfurt und Mainz oder Wiesbaden auch noch eine Ausstrahlung, mach da auch ganz normal neue Anzeigengruppen. Vielleicht hast du 7 Anzeigengruppen, das geht in dem Fall. Und mach einfach für jede Anzeigengruppe vielleicht eine oder zwei Ads, dass du einen Split hinten drin hast vom Wording oder vom Call to Action oder vom Slideshow oder Karussell. Mhm. Und dann siehst du ganz genau, in welcher Region performt welche Ad am besten. Weil dann kannst du sagen, in der Anzeigengruppe, wo du jetzt mit den 27 Kilometern, wo du diese drei Städte ausrufst oben und Umgebung, zum Beispiel sagen, okay, die performt nicht so gut wie jetzt zum Beispiel so ein kleiner Radius, wo du direkt die Stadt oder die ansprichst und dann hast du nämlich in der Anzeigengruppe wirklich die Auflistung und siehst die Kost per Lead und kannst ganz klar sagen, hey, pass auf, da muss ich was machen, da muss ich was machen, weil wenn du alles in eine Anzeigengruppe steckst, dann hast du keine Zahlen, Daten, Fakten, welche Region jetzt am besten auf das Angebot oder auf die Werbeanzeige reagiert. Verstehe. Was ich jetzt nicht verstehe, ist mal angenommen, ich habe jetzt 7 Anzeigengruppen, also die ich ja dann wieder kopiere und dann einfach nur die Zielgruppe bzw. den Radius dann verändere. Ja? So, und wenn ich jetzt für jede Anzeigengruppe 2 Ads schalte, wie ist es dann mit dem Tagesbudget? Das wird aufgeteilt. Ich würde auf jede Anzeigengruppe, was hast du mit dem vereinbarten Tagesbudget? Ja, ich habe jetzt einen 100er genommen für die Testwoche. Ja, genau. Dann würde ich einfach 14 Euro, gut, du hast Euro, ich habe Dollar, aber dann mach doch einfach 12 Euro am Tag. Das heißt, geteilt durch diese 12 durch 7, machst du einfach 2 Euro, mach 2 Euro pro Anzeigengruppe. Und dann spaltet Facebook auf und schießt für 2 Euro in jeder Region, in jedem unterschiedlichen Kreis die Werbeanzeige aus.
Und dann kannst du ganz genau sehen in dieser Woche, wo die Cost per Lead am günstigsten sind. Und die, die am günstigsten sind, die fährst du langsam hoch mit 20% am Tag mehr. Und die, die nicht gut performen, die am teuersten sind, die fährst du runter oder schaltest einfach aus. Weil wir müssen in der ersten Woche einfach Ergebnisse liefern, Erfolge liefern. Ja, ja. Das heißt, das Tagesbudget würde dann, wenn du jetzt sagst, auf Anzeigengruppe, würde ich jetzt hier die 2 Euro reingeben. Ja, und dann hast du 7 verschiedene Anzeigengruppen, mhm. A, 2 Euro, dann sind wir bei 2 Euro und da kann man in der Woche, kannst du sogar 3 Euro machen oder was, keine Ahnung. Okay. 2,50, okay. Nach 2,50. Gucken wir mal, ob es losläuft, wie es losläuft. Ja. Ich meine, wir wissen jetzt auch mittlerweile, dass es in jeder Region anders sein kann, dass wir vielleicht auch von niedrigsten Kosten auf Zielkosten unten mal umstellen müssen. Siehst du das in der Gebotsstrategie? Hatte ich gesehen, ja. Kommt auch ab und zu vor. Ich war noch eins zurück, ne? Nee, da, hier in dieser Gebotsstrategie, hier direkt unterm Tagesbudget. Ah ja. Mhm. Hier kann es ab und zu sein, das hatte der Dietmar, wenn die Anzeige nicht ausgestrahlt wird in der Region, kann es sein, dass wir von niedrigsten Kosten auf Zielkosten klicken, aber wir fangen immer mit den niedrigsten Kosten an. Und dann hat er das Melanie noch erwähnt mit auf das Kampagne Optimierung, auf das Budget, auf die Kampagne. Kann man auch machen, würde ich aber auch nicht empfehlen. Ich habe es anders gelernt und bei mir hat es mit der Kampagne nicht gut funktioniert. Vielleicht kommt es in Zukunft immer stärker. Auch die Zielkosten werden in Zukunft immer stärker sein, weil Facebook da auch so ein Bieb-Verfahren drin hat. Wer den meisten, die größten Zielkosten zahlt, da wird die Werbeanzeige bevorzugt ausgestrahlt. Aber ich würde es einfach jetzt mal für diesen Test dabei lassen. Mhm. Mach 7 verschiedene Anzeigengruppen, aber also mit 100 Euro Werbebudget für so eine Riesenfläche, das ist eigentlich ein lokales Unternehmen, ist eigentlich in einer Stadt und eigentlich hat er 7 verschiedene lokale Unternehmen. Deswegen, okay, 700 Euro ist zu viel vielleicht für eine Woche, aber probieren wir es mit 100. Und wenn du sagst, du pass auf, wir werden nach den ersten 2-3 Tagen einfach sehen, wie die Ad performt, wie die Kosten per Lead sind, in welche Region da die meisten Leads reinflattern. Dann würde ich wirklich nach dem dritten Tag alles, was nicht gut ist, abschalten und einfach die gut sind, nach oben pushen, dass der Lead bekommt. Mhm. Weil wir müssen den danach verlängern. Ne? Ja, ist richtig. Sag mal, andere Frage. Mit dem Interesseneigentum, Einfamilienhaus, Wohnungseigentum, würdest du das auch machen oder würdest du überhaupt nichts machen? Also wenn du gar nichts reinmachst, Gitter, dann explodiert die Reichweite wahrscheinlich über 1 Million. Deswegen, ich würde das auf jeden Fall drin lassen. Ja. So lassen. Okay, super. Gut. Ah, danke. Alles gut, alles gut. Okay, dann mache ich das mal. Ja, genau. Dann suche ich mir jetzt mal so die besten Standorte raus und sprecht die direkt an und macht das so mit 2 Euro Tagesbudget und setzt mal so 7 auf. Ja, Klasse. 35 bis 65 plus ist gut und ganz ehrlich, Gitter, wenn nach einer Woche noch keine 20 Leads oder was sind, wir gucken einfach, wir sind ja in Kontakt, dann kannst du auch dem Eigentümer oder dem Geschäftsinhaber einfach anbieten, du pass auf, ich habe jetzt erst den Code gecrackt, da muss man ein bisschen spielen. Deswegen nach einer Woche ist es nicht automatisch so, dass wir gleich super performen. Deswegen kann man dann zudem auch sagen, du pass auf, lass noch eine Woche ranhängen. Aber der kriegt ja dann sein Feedback. Also da bist ja du auch in einem guten Kontakt einfach mit deinem Partner, mit deinem Kunden, dass der dann sagt, du pass auf, super, ich habe jetzt gestern 3 Anrufe und 3 Termine und gestern den ersten Kachelofen verkauft oder was auch immer. Ja. Und dann geht's los. Der weiß auch, dass er anrufen soll. Das macht er dann auch, hat er gesagt. Also habe ich ihm geraten, dass er also auch gleich sich mit den Leuten in Verbindung setzt und dann sagt, wir haben natürlich im Moment jetzt einen großen Zulauf, tralala, das wissen Sie am besten, was Sie dazu sagen haben, dass die Leute auch kommen, dass die, wenn die Termine jetzt noch heiß sind, die Kontakte, ja, das macht er. Also, schauen wir mal. Das wird schon, Gitter. Ja. Halt die Ohren steif. Ich drücke Daumen auf jeden Fall für diese Kampagne. Und wann startest du? Montag, Dienstag? Montag wollte ich starten. Dann nochmal eine andere Frage. Ja. Übers Wochenende dann laufen lassen die 7 Tage oder bringt das sonntags nichts? Doch. Wenn die Kampagne läuft und hat Fahrt aufgenommen und Momentum erzeugt, dann stoppen wir die nicht. Wenn sie gut performt, wenn sie Leads reinschießt oder uns bringt, schalten wir die Kampagne nicht aus. Okay, super. Immer laufen lassen. Prima. Sinne, wenn du Philipp, siehst, danke. Ja, gerne. Wenn du sagst, du musst das Montag erst starten, Gitter,
drück auf Pause und gehe an schönen Sonnenschein. Ich bin auch, ich muss auch arbeiten, aber ich mache es ja gern und deswegen habe ich jetzt deine Nachricht gekriegt und schnell mit dir hier rein. Eine Frage geht da, ob ich das Video verwenden darf für irgendwie YouTube-Kanal oder irgendwas. Ja, natürlich. Super. Natürlich, klar. Okay, danke dir. Super, ciao, ciao. Schönen Tag, schönes Wochenende, Gitta. Wir hören uns. Dir auch, danke. Ciao. Für die. Ciao.